Guten Morgen, Ladies and Gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 4. Heute mit dem 2017er Ferrari GTC 4 Lusso. Ja, diesen Wagen werde ich euch heute vorstellen. Wir werden ihn über die Teststrecke fahren und natürlich auch noch aufbauen. Aber ja, was genau haben wir hier denn vor uns? Erstmal der Name GTC 4 Lusso. Angelehnt an den Ferrari 330 GTC und den Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso. Die 4 steht dafür, dass der Wagen 4 Sitze hat. Unter der Haube steckt ein 6,3 Liter V12, den können wir uns auch einfach mal angucken direkt. Und zwar ist das dieses Aggregat hier, welcher insgesamt 690 PS und 700 Newtonmeter Drehmoment produziert. Das Ganze auf ein Gewicht von knapp 1,8 Tonnen. Von 0 auf 100 geht er dank einem Allradsystem in 3,4 Sekunden. Die Topspeed liegt bei 335 km/h. Preislich hat der Wagen begonnen bei 261.800 Euro. Es gab ebenfalls noch eine V8-Variante mit Heckantrieb. Das Ganze war der GTC 4 Lusso T. Und ja, der ist halt ein bisschen leistungsschwächer gewesen. Optisch tatsächlich relativ identisch, kann man sagen. Ich glaube, die Felgen waren leicht unterschiedlich zwischen beiden Modellen, aber ansonsten sehr identisch. Ja, der Name ist natürlich nicht nur die einzige Anspielung an ältere Ferrari-Modelle. Wir haben hier beispielsweise diese drei Auslässe, könnte man sagen, diese drei Finnen hier hinter dem Kotflügel. Die sind quasi eine direkte Hommage an den Ferrari 330 GTC. Und weiterhin kehren hier die vierfachen runden Heckleuchten zurück, erstmals seit dem Ferrari 430, die ja schon ein Stück weit ikonisch fast waren für die Marke. Und ja, jetzt sind sie eben mit diesem Wagen hier zurückgekehrt. Wir können natürlich auch mal den Kofferraum angucken, der für, ja, diese Art von Fahrzeug tatsächlich relativ klein ist. Aber hey, ich glaube, das reicht den meisten Leuten definitiv. Ich liebe diese Tür, ganz ehrlich. Diese ewig lange Tür finde ich super, super geil. Was mir an dem Wagen nicht gefällt tatsächlich, ist, dass er zum einen viel zu hoch liegt, nach meinem Geschmack. Und zum anderen könnten die Felgen einen Tacken größer sein, finde ich persönlich. Aber gut, da können wir ja persönlich Hand anlegen. Ansonsten finde ich ihn tatsächlich sehr schön, muss ich sagen. Auch den FF damals, den Vorgänger davon, fand ich schon visuell betrachtet sehr geil. Und der GTC 4 Lusso macht halt sehr, sehr viel richtig. Hier dieser riesengroße Diffusor hinten dran. Dann eben hier die vierfachen Rückleuchten, wie gesagt, finde ich super geil. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut einfach dieser Wagen. Auch im Innenraum sehr schön, wie ich finde. Tatsächlich, was mir nicht so ganz gefällt, ist, dass da unten könnte man sagen, die, ja, okay, wie beschreibe ich das jetzt am besten, weil ihr seht ja nicht, wo ich hinzeige. Wir sehen ja neben dem Beifahrersitz dieser kleine Griff, könnte man fast sagen, neben der Ablage, dass da halt so eine Lücke dazwischen ist, keine Ahnung. Die ist halt links nicht, rechts schon. Finde ich nicht so geil tatsächlich. Ich nehme auch mal nicht an, dass das als Griff wirklich dienen soll. Zumindest wüsste ich halt nicht, warum man so sich vorne festhalten sollte. Finde ich designtechnisch nicht schön. Ansonsten sehr, sehr schöner Innenraum. Carbon am Lenkrad, damit hast du mich sowieso immer. Ich würde sagen, wir starten ihn mal. Ja, wie gesagt, wir haben hier die V12-Variante im Spiel. Der V8 wäre, by the way, der V8, den wir unter anderem aus dem 488 GTB kennen. Und ja, klingt sehr geil. Und ich würde sagen, wir gehen mit ihm jetzt einfach mal auf die Teststrecke. Ja, denn auch wenn das hier kein Supercar oder Hypercar ist, so ist es immer noch ein Ferrari. Und ein Ferrari muss einfach auf der Strecke performen können. Und deswegen geht's los durch den Allrad, natürlich hier mit einem sehr guten Start. Und die knapp 700 PS und 700 Newtonmeter Drehmoment machen dann ihr Übriges. Allgemein kann ich direkt mal sagen, der Wagen ist überhaupt nicht sportlich ausgelegt. Wir haben hier enormes Untersteuern drin. Und teilweise schwimmt er dann in den Kurven doch einfach raus. Was wohl einfach am Gewicht liegt, würde ich einfach mal sagen. Ich meine, am Ende des Tages, wie gesagt, es ist kein Supersportwagen, es ist kein Hypercar, es ist ein GT. Und für einen GT
muss ich tatsächlich sagen, bin ich trotzdem so ein bisschen enttäuscht. Da hätte ich durchaus ein bisschen mehr erwartet von einer Marke wie Ferrari. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch einige positive Aspekte. Die Bremsen beispielsweise greifen unfassbar gut. Das sind in der Klasse wahrscheinlich so ziemlich mit die besten Bremsen, die wir hier auf der Teststrecke hier gehabt haben. Und ansonsten, er ist halt sehr stabil, definitiv. Das ist natürlich so ein Perk, der mit dem Untersteuern mit dazukommt, dass der Wagen nicht irgendwie, ja logischerweise halt nicht anfängt zu übersteuern auf einmal. Wenn ein Wagen anfängt zu über- und zu untersteuern gleichzeitig, dann sind aber einige Dinge schiefgelaufen. Nee, aber er ist halt, dadurch, dass wir hier so ein Untersteuern haben, sehr leicht zu fahren, sehr handsam. Er verzeiht Fehler definitiv. Ja, das ist halt immer so die Debatte Stabilität gegen Agilität. Ich finde, es muss sich nicht immer ausschließen. Und in dem Fall hier fehlt mir einfach wirklich die Agilität des Fahrzeugs. Über die Linie kommen wir dann mit 276 km/h und zeitlich stehen wir damit bei einer 2 Minuten 53 384. Damit sortiert der Wagen sich tatsächlich ein beim Ferrari 458 Italia sowie dem Ford Shelby GT350R. Also man möchte jetzt mal meinen, boah krass, ein Shelby GT350R und ein 458 Italia, boah, dann hat der Wagen ja schon eine ordentliche Performance. Ich persönlich finde halt für ein GT mit 700 PS fast, 700 Newtonmeter, 0 auf 100, 3,4 Sekunden, da müsste eigentlich doch einiges mehr zu erwarten sein. Und ich glaube halt wirklich, wenn wir hier minimale Änderungen machen, dann ist da auch mehr drin. Und ja, deswegen würde ich sagen, komm, wir verweilen hier einfach nicht lange, sondern gehen direkt weiter dann zum Tuning über und schauen einfach mal, ob wir an dem Untersteuerpotenzial was machen können oder nicht. Eine Sache, die mir tatsächlich auch am GTC Filus so optisch nicht so gefällt, ist, dass er mir vorne in Relation zum Heck einen Tacken zu brav aussieht, wenn ihr versteht, wie ich es meine. Also vorne könnte er durchaus einen Tacken aggressiver sein, meiner Meinung nach. Auch tatsächlich durch diese Auslässe, die wir ja haben an der Seite am Kotflügel, versprüht er einfach in der Seitenlinie oder am Heck eine gewisse Aggressivität, die ich im Endeffekt aber nicht sehe dann an der Front. Finde ich persönlich ein bisschen schade, aber naja, da machst du nichts. Da wird es wahrscheinlich dann den einen oder anderen Tuner geben, der daran bestimmt ein bisschen was gemacht hat. So, Tuning, gutes Stichwort. Da gehen wir jetzt nämlich mal direkt hin und schauen einfach mal, was man denn überhaupt so machen kann. Wir können einen Motorswap machen und zwar auf einen Racing V12, also aus einem F50 GT. Wir können Turbos draufziehen, einfach wenn wir uns denken, komm, 700 PS ungefähr reichen uns nicht, wir müssen mal Richtung 900 gehen. Ich glaube aber, das braucht der Park jetzt nicht unbedingt. Aerodynamik würde Sinn ergeben, wenn sie gut aussehen würde und naja, das tut sie nicht so richtig. Nur um das mal ganz nüchtern zu sagen, ohne beleidigend zu werden. Reifen haben wir, Rennreifen tatsächlich schon drauf. Okay, das ist enttäuschend. Das ist enorm enttäuschend. 285er können wir. Das ist halt schon. Das ist krass. 245 hat er serienmäßig drauf. Deswegen auch das Untersteuern wahrscheinlich. Wir haben vorhin einfach nicht den Grip, den wir brauchen. Aber dann halt direkt 285er draus zu machen. Irgendeine Zwischenstufe hätte ich mir gern gewünscht. Aber wir machen es einfach mal. Hinten haben wir 295er. Können auf 315er gehen. Tun wir auch einfach mal draufziehen. So, die holen wir dann noch ein bisschen raus. Weil das sieht echt nicht schön aus, wie die da drin hängen. Und wie gesagt, wir machen die Felgen hinten zumindest nochmal ein bisschen größer. Gehen wir auf 21 Zoll Felgen. Vorne dürften wir. Genau, da haben wir schon 20 Zoll. Ich glaube aber vorne sehen die auch relativ gut aus. So, Renngetriebe brauchen wir definitiv. Da müssen wir ein paar Gänge einstellen. Gerade der vierte und fünfte Gang sind dann doch einen Tacken zu lang, meiner Meinung nach. Bremsen gehen nicht mal. Ja, guck mal, wir haben nicht mal ein Sportfahrwerk hier drin. Das erklärt halt auch einiges. Ich meine, im Endeffekt, wie gesagt, es ist ein GT, der braucht Komfort. Warte mal, was? Wie gesagt, eigentlich wird das Leergewicht auf 1790 Kilogramm angegeben. Bitte, wie viel wiegt er hier im Spiel?
Dann brauche ich mich aber auch nicht wundern, warum der in der Kurve rausrutscht. Holy shit. Über 100 Kilo schwerer, natürlich. Was sonst? Ja, okay, dann gehen wir mal auf 1,7 Tonnen runter, würde ich sagen. Geben ihm nochmal einen Tacken mehr Leistung, dass wir halt auf diese 700 PS ungefähr kommen, von denen ich immer spreche. Und dann reicht dem Wagen, das hoffe ich mal. Aber ja, okay, klar. Wenn wir hier ein Straßenfahrwerk haben, die Reifen halt relativ schmal sind, da kann Playo Games nichts dafür. Die Reifen sind halt super schmal auf dem Wagen. Und der Wagen dann allerdings auf der anderen Seite noch über 100 Kilo schwerer ist, als er eigentlich sein dürfte. Ja, da muss ich mich wirklich nicht wundern, warum der auf der Strecke überhaupt nicht performt hat. So, wie gesagt, Getriebe passen wir jetzt einfach mal an. Wir haben ein 7-Gang-Getriebe. Ich glaube, es ist ein DKG. Wenn mich nicht alles täuscht. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir nicht unbedingt in ein Übersteuern reinfliegen mit den Einstellungen, die ich mache. Weil das kann halt sehr schnell passieren. Das ist mir beim FF passiert, als ich mir den mal aufgebaut hatte. Ich glaube, das war nicht im LP, wenn mich nicht alles täuscht. Das dürfte privat gewesen sein. Aber ja, wie gesagt, mit dem FF hatte ich das auf jeden Fall schon mal und das muss jetzt nicht unbedingt noch mit dem Nachfolger passieren. Wobei man eigentlich ja fast schon sagen kann, der GTC 4 Lusso ist schon fast mehr ein Facelift als eine komplett neue Generation. So, sehr hecklastig ausgelegt alles. Dann wundert mich das Untersteuern ja nochmal mehr. So, wir gucken auch hier einfach mal jetzt tatsächlich in die Designs rein, einfach nur um zu schauen, ob es da was Schönes gibt. Potenziell irgendwas, was in die sehr schlichte Richtung geht. Das ist halt so halbglänzend. Das gefällt mir nicht so richtig. Nee, komm. Wir gucken uns einfach mal nach den anderen Serienfarben um. Wir sehen hier natürlich ein wunderschönes Grau, dann Rot natürlich. Ferrari in Orange passt mir persönlich irgendwie überhaupt nicht. Gelb. In Blau ist er halt auch geil. Wir nehmen ihn in Blau. Und was aber auf jeden Fall passiert ist, die Felgen werden ein bisschen dunkler, weil die gehen überhaupt nicht klar, finde ich. Da muss auf jeden Fall ein anderer Farbton ran. Wie gesagt, ein bisschen dunkler machen. Und dann sieht das meiner Meinung nach, ja, wobei, nicht so irgendwie, nicht so. Warte mal. Bürstet, halbglänzend oder poliert? Irgendwie ist das halbglänzend immer noch sehr matt, finde ich. Ja, okay, dann müssen wir sie tatsächlich halt poliert nehmen. Und dann halt einen Tacken dunkler. Aber das halbglänzend sah für mich persönlich gerade nicht so richtig halbglänzend aus irgendwie. Das war sehr, sehr matt. Na gut. So. Dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal, was sich allgemein jetzt so getan hat an der Performance. Das ist natürlich das Wichtigste und ich sehe gar nichts hinten raus, weil es bei mir gerade sehr hell ist. Ja, komm. Jetzt haben wir die Straße vor uns. Eieiei. Das hat sich gerade sehr strange angefühlt, was gerade passiert ist, aber gut. Machen wir einfach mal. Ja, fühlt sich jetzt aber auf den ersten Metern zumindest schon mal um einiges sportlicher an. Ich glaube halt allein das Rennfahrwerk wird extrem viel ausmachen. Ich meine, es kann natürlich sein, dass der Wagen irgendwie verschiedene Modi hat und wir den Wagen jetzt in Strada-Modus bekommen haben und der aber eigentlich noch einen Corsa-Modus hat. Da habe ich mich tatsächlich jetzt nicht unbedingt informiert. Wäre halt zumindest nicht das erste Mal, dass das passiert. Wir haben ja schon einige Fahrzeuge bekommen ins Spiel, die dann nicht im Rennmodus waren. Stichwort Huracan Performante. Und die dann dementsprechend halt auch Einbüßen in ihrer Performance haben. Was natürlich nicht geil ist.
Ich meine, das wäre natürlich immer noch so das absolute Nonplusultra, wenn wir in einem zukünftigen Forza-Teil verschiedene Modi an dem Fahrzeug einstellen könnten. Das wäre ein Detailgrad, alter Vater, da hätten die mich aber richtig mit. Also wenn die sowas ankündigen würden, das wäre ein unfassbares Highlight, finde ich. Aber das ist halt, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass das einfach zu viel Aufwand ist. Weil wenn du das halt für ein Fahrzeug machst, dann musst du das fast für alle machen. Und es gibt ja Autos, die haben dann teilweise 7, 8 verschiedene Modi. Also, ja, glaube ich, das ist dann doch einfach ein Tacken zu viel. Aber cool wäre es natürlich, ne? Ich würde es mitnehmen. Boah, da hat man gerade wunderbar den V8 vom AMG gehört. Also so geil ich V12-Motoren finde, ein V8 wird halt einfach immer das Wahre sein. Auch wenn diese Motoren wahrscheinlich in der näheren Zukunft aussterben werden. Ich nehme an, es wird immer noch irgendeine verrückte Marke geben, wie Koenigsegg oder sowas, die einfach sagen, nee, komm, wir bauen einfach weiter V8 oder V12-Motoren. Kann ich mir durchaus vorstellen. Bei Mercedes, wie gesagt, sehen wir ja aktuell schon, dass V8-Motoren immer weniger werden. Finde ich halt, ja, es ist traurig. Es ist traurig, ich liebe V8-Motoren. Uiuiui. Da ist die Front aber abgehauen, okay. Okay. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie sich das hier um die Kurven weiter verhält. Ja, okay. Okay. Wir müssen nochmal am Fahrwerk arbeiten. Die Fronten tacken härter, das Heck ein bisschen weicher. Oder wir probieren es vielleicht erstmal ohne das Heck zu benutzen. Einfach nur mal die Front ein bisschen weicher, ein bisschen härter. So ist der Wagen jetzt tatsächlich einen Tacken zu agil und zu instabil dadurch. Da musst du halt ein Mittelmaß finden immer. Und diesen Mittelmaß zu finden, ist bei einigen Fahrzeugen wirklich eine schwere Aufgabe. Ich meine, bei dem hier jetzt wird es nicht allzu schlimm werden. Ich glaube, das kriegen wir relativ easy hin. Differential etc. glaube ich, dass das schon einigermaßen passt. Wir können potenziell nochmal ein bisschen an der Verteilung am Differential arbeiten. Aber jetzt erstmal, wie gesagt, Fahrwerk vorne Stücken härter. Und vielleicht nochmal ein bisschen mehr an die Vorderachse geben. Wie sieht es mit der Gewichtverteilung hier aus bei dem Wagen? Wahrscheinlich ein bisschen mehr noch nach vorne, könnte ich mir denken. Nee, tatsächlich mehr aufs Heck. Okay, krass. Ich dachte dadurch, dass wir vorne halt so einen dicken V12 haben, wird der relativ schwer sein, aber nee. Ich dachte, ich bin im Rückwärtsgang. Das erklärt dann vielleicht auch, warum wir gerade so schnell dann jetzt direkt ins andere Extrem gerutscht sind. Das wird es durchaus erklären, sag ich mal. So, bin ich jetzt gespannt. Waren ja auf jeden Fall wieder gegen einige AMGs. Nicht nur GTR, sondern GTS sehen wir auch. Jawohl, SLS haben wir ebenfalls. Super viel Mercedes, aber da vorne sehe ich einen Aston Martin. DBS Superleggera, wenn mich nicht alles täuscht. Und auch hier eine wunderschöne Ferrari. 599. GTO, super geiles Fahrzeug, finde ich. Nee, das ist ein DB11. Kein DBS, sondern DB11. Auch gut. Also ja, Aston Martin, Mercedes, Ferrari ist ja fast schon wie in der Formel 1. Wenn jetzt noch eine Red Bull-Dose hier durch die Gegend fährt, dann haben wir alles gewonnen. Das finde ich ja sowieso so geil an der Formel 1 aktuell, dass halt so viele Hersteller wieder drin sind. Wir haben McLaren, wir haben Aston Martin, Alpine, Mercedes, Ferrari. Das ist halt super, super cool, finde ich. Und wir alle wissen, bestimmt kommt demnächst auch noch Trabant in die Formel 1. Wir wissen es alle. Es wird passieren. Neben Bentley kommt auch noch Trabant. So. Und ja, auch Bentley war ein Joke.
keine Ahnung. Ich fände das irgendwie so unfassbar genial, wenn halt wirklich mal ein Team, ein Formel-1-Team aus dem VW-Konzern kommen würde und dann ist es einfach Bentley. Nicht Porsche oder Audi oder VW selber, sondern Bentley. Ich fände es super, super genial, wenn das passieren würde. Wird es nie, bin ich mir ziemlich sicher. Bentley in der Formel 1 wird nicht stattfinden, aber cool wäre es halt trotzdem. Allgemein bin ich gespannt, ob wir überhaupt nochmal neue Teams in der Formel 1 sehen werden oder nicht. Weil Aston Martin und Alpine beispielsweise sind ja jetzt auch nur Übernahmen von Teams. Aber die Frage, die ich mir halt stelle, ist, ob wir irgendwann mal wieder mehr als 10 Teams sehen werden. Es wird einem halt super, super schwierig gemacht, in die Formel 1 einzusteigen, von dem, was man so mitbekommt. Deswegen, ja, bin ich mal gespannt, weil du hast dann auf der anderen Seite so Teams wie Haas, die halt schon am Kämpfen sind. Und ich kann mir vorstellen, wenn es für Haas in den nächsten 2-3 Jahren nicht bergauf geht, dann werden die nicht mehr allzu lange da drin sein. Was ich halt sehr schade finden würde, weil Haas hat eigentlich super stark angefangen. Haas hat quasi eine Karriere rückwärts gemacht. Die waren super gut im Einstieg und ja, mittlerweile das schwächste Fahrzeug. Beziehungsweise allgemein das schwächste Team. Ist ja nicht nur das Auto. Finde ich auf jeden Fall fragwürdig, was da aktuell passiert. Aber gut, um Formel 1 soll es nicht gehen. Darum geht es in den F1-Folgen und in den Forza Livestreams oft genug. Es geht hier um Forza, um das Auto, um das Tuning. Und da muss ich halt sagen, das Tuning hat sich auf jeden Fall massiv gebessert. War definitiv die richtige Entscheidung, das Fahrwerk vorne nochmal einen Tacken härter zu machen. Hat jetzt auch bei den Wechseln, wenn wir mal in SS reingefahren sind, hat das auf jeden Fall relativ gut funktioniert, wo wir gerade in dem Sprintrennen Probleme hatten. So, man kann auch Zäune abräumen mit dem Ding. Hat immer noch 1,7 Tonnen Gewicht, geht ohne Probleme. Uiuiui, zu schnell. Au. War schon kaputt, war ich nicht. Au. Wir fahren jetzt noch einen wunderschönen Stadtkurs, würde ich sagen, weil natürlich, das ist ein FF, Quatsch, ein GTC für Lusso. Der wurde fürs Stadtleben gebaut, der muss in der Stadt gut performen. Wenn man performen und funktionieren gleichzeitig sagen möchte, dann kommt irgendwas Unverständliches raus. 3-Straßenbahn schaffen wir vorher, nice. Und ich würde aber sagen, ja, guck mal, hier easy den Huracan abziehen. Ich sagte easy den Huracan abziehen. Ich wollte eh abbiegen. Ne, wir fahren jetzt aber wirklich den Sprint hier einmal quer durch die Stadt. Clickbait abgeschlossen, was? Verdiene insgesamt 3 Sterne durch PR-Stunts. Ja, natürlich. Durch den Blitzer gerade wahrscheinlich. Sind wir da? Ja, das wären 2 Sterne gewesen sein, die wir da hatten. Bin ich mir ziemlich sicher. Einfach so eine Challenge Clickbait nennen. Grandios. Mein Humor. So, ja, guck mal. Diesmal ein bisschen mehr andere Fahrzeuge außer Mercedes. Da sehe ich uns doch. Ja, schrei mir nicht so ins Ohr, Ferrari, ich habe auch einen V12. So, Bodenwelle. Ne, der Mercedes vor uns hat sie mitgenommen, wir nicht. Das ist natürlich sehr gut. Jetzt gucken wir mal, die Bremsen funktionieren ordentlich bei dem Wagen. Da können wir uns easy reinbremsen hier vorbei. GTS, der halt, ja, der GTS ist für mich halt immer noch mehr Sportwagen als GT tatsächlich. Auch wenn GT im Namen steht, ist mir wurscht. Für mich ist der Mercedes AMG GT halt echt immer ein Sportwagen gewesen. Der GTR dann tatsächlich sogar ein Supersportwagen.
wenn halt auch wirklich so die höchste, die niedrigste Form des Supersportwagens. Also alles, was halt drunter ist, ist für mich kein Supersportwagen. Aber ein Sportwagen ist er für mich halt auch nicht mehr. Dafür ist er dann schon zu krass, meiner Meinung nach. Ja, und dann hast du halt den AMG GT Black Series und der ist halt sowieso ohne großartige Diskussion definitiv ein Supersportwagen. Wäre halt auch geil, wenn der noch ins Spiel kommen würde. Ich glaube nicht dran. Ich glaube, der ist einen Tacken zu neu und ich gehe nicht davon aus, dass wir noch so unfassbar viele Updates bekommen werden. Aber hey, lassen wir uns überraschen. Wir haben noch keinerlei Infos, was die Zukunft von Forza Horizon 4, Forza Motorsport, Forza Horizon 5 betrifft. Deswegen, ja, lassen wir uns einfach mal überraschen, wie es mit dem Spiel so weitergehen wird. So, um die Engkurven geht er tatsächlich jetzt nicht allzu geil. Da haben wir immer noch so ein Untersteuern drin, dadurch, dass wir halt das Fahrwerk jetzt wieder ein bisschen härter gestellt haben. Da für die Stadt wäre natürlich das Fahrwerk vorne weicher eine gute Option gewesen, aber overall betrachtet, glaube ich, bin ich mit dem Aufbau, so wie er jetzt gerade dasteht, am glücklichsten. Weil der funktioniert halt in schnellen und in langsamen Kurven. Und das ist halt, wenn du das hast, hast du eigentlich schon zur Hälfte gewonnen. Was wir nicht nur zur Hälfte gewonnen haben, ist das Rennen. Und ja, wunderbar. Dann würde ich tatsächlich auch sagen, meine Damen und Herren, war es das dann für diese Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus.